Das ist Chari, die Fischotterdame. Ihr Revier ist das Otterteichgehege, eines von drei Gehegen im Otterzentrum in Hankensbüttel. Hier lebt Chari gemeinsam mit 8 anderen Artgenossen. Chari und die anderen Fischotter sind hungrig. Deswegen sind Max und die anderen Tierpfleger schon eine Weile auf den Beinen. Es ist Arbeitsbeginn im Otterzentrum. Los geht's in der Futterküche. Man geht ganz am Anfang Futter schneiden. Da gibt's halt eben dann auch verschiedene Sachen, die man machen muss. In der Futterküche wird geschnippelt, was das Zeug hält. Zimperlich sein darf man dabei aber nicht. Der Speiseplan der Fischotter orientiert sich an dem, was ihnen auch in der freien Wildbahn so schmeckt. Hier kriegen sie Fisch, auch Küken und dann halt eben noch so Sachen wie Leber, was halt so ein extra Leckerli für die ist. Fisch? Klar, das verrät ja schon der Name. Aber Küken? Richtig gehört. Otter sind Raubtiere und in der Natur fallen sie gerne auch mal über kleinere Vögel her, die in Ufernähe brüten. Es ist angerichtet. Das Futter für die Otter und die anderen Tiere wird auf einen Wagen geladen. Jetzt aber nichts wie los zu den Gehegen. Zuerst sind die Otter im Teichgehege dran, dann werden die Fischotter in den anderen Gehegen gefüttert. Die Tiere sind schon ganz aufgeregt. Endlich gibt es was zu futtern. Das Otterzentrum ist einer der wenigen Orte, an denen du die Tiere beobachten kannst. Nicht überall leben die Tiere so sorglos wie hier. In freier Wildbahn ist es so gut wie unmöglich, auf einen Fischotter zu treffen. In Deutschland gibt es sie nur noch sehr selten. Leider zählt der Fischotter zu den Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind. Also die größte Gefährdung von den Ottern und eigentlich auch so die einzigen natürlichen Feinde sind eigentlich die Menschen. Einmal liegt es dann daran, dass wir halt Brücken gebaut haben, um Straßen anzulegen. Die kreuzen die Lebensräume von den Tieren. Otter sind nachtaktiv und im Dunkeln leicht zu übersehen. Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Otter überfahren wird, wenn er so eine Brücke überquert. So ein anderes Problem wäre dann, dass die Tiere hier in Deutschland teilweise gar nicht so wirklich viele Lebensräume finden. Hier in Deutschland sieht es so aus, dass man ganz viele Flüsse begradigt hat. Also die sind sehr lang gestreckt, kanalartig aufgebaut, meistens auch ohne irgendwelche Gewächse oder Sträucher so an der Uferseite. Und da hat so ein Otter ziemlich starke Schwierigkeiten, seine Nahrung zu finden. Dabei sollte das mithilfe der speziellen Tasthaare, die in Otterfachsprache übrigens Vibrissen heißen, doch gar nicht so schwer sein. Mit den Vibrissen nimmt ein Fischotter Bewegungen im Wasser wahr und spürt so seine Beute auf. Wenn ein Fischotter Hunger hat, schwimmt er dem Fisch so lange hinterher, bis er in einem Dickicht aus Sträuchern und Wurzeln gefangen ist. Dann schnappt er zu. Bei den begradigten Flüssen ist das leider gar nicht so einfach und die Beute entwischt meistens. Der Otter bleibt hungrig. Und das, obwohl der Fischotter von Natur aus perfekt an das Leben als Jäger am Wasser angepasst ist. Schauen wir uns doch mal seinen Körperbau an. Allein, dass die Sinnesorgane eben auf einer Linie angeordnet sind, also das heißt, die müssen halt eben dann zum Beispiel den Kopf nur so ein bisschen über Wasser halten, um dann den kompletten Überblick über ihre Umgebung zu bekommen, haben so einen stromlinienförmigen Körper, mit dem sie sich halt dann im Wasser auch eben relativ schnell bewegen können. Also die können halt eben dann schon mal bis zu 15 km/h schnell werden. Für den extra Antrieb sorgen die Schwimmhäute. Die funktionieren wie Taucherflossen. Damit die Otter im kalten Wasser nicht frieren, hat die Natur sie mit einem der dichtesten Felle im ganzen Tierreich ausgestattet. Zurück in den Gebäuden des Otterzentrums. Um festzustellen, wie viele Otter es momentan in Deutschland gibt, wurde das Projekt Otterspotter ins Leben gerufen. Hierfür werden Spuren der Tiere gesammelt, die Informationen werden am Computer ausgewertet. Die einzelnen Spuren sieht man dann als Punkte auf einer Landkarte. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Punkte auf der Landkarte werden immer mehr. Es gibt also wieder immer mehr Fischotter in Deutschland.